Grüezi miteinander und hallo zusammen. Ich begrüße euch wieder zu der billigsten Fußballinformationssendung der Schweiz, zu Tackling. Hey und Michi, was haben wir heute für geile Themen? Hey Raffi, heute blicken wir zurück auf den tollen Sieg vom FCL gegen IWE. Wir werfen einen genaueren Blick auf die Mannschaftsaufstellung und dann können wir noch ein bisschen über Tackling Talk informieren. Ja Raffi, der Match gestern, wurde geil gewesen, hä? Ja, es war echt ein super Match gewesen, wenn man jetzt das vergleicht mit den Auftritten gegen Sion, Basel und Zürich. Da hat man jetzt gestern wirklich gesehen, Michi, absolute Leistungssteigerung. Und was wir eigentlich auch schon lange darauf gewartet haben, da ist man wirklich mit Willen dahinter gewesen gestern. Wir hätten den Match wollen gewinnen. Ich muss es so dazu sagen, die hätten sogar können gestern verlieren und ich bin eigentlich zufrieden gewesen. Ich wäre jetzt wirklich zufrieden gewesen, weil die Einstellung hat gestimmt. Fußballerherz, eben kannst du sagen, was willst du jetzt noch mehr? Nur, wir dürfen an dieser Stelle jetzt nicht vergessen, eben, das war jetzt mal ein Match gewesen. Ich wollte nicht schlecht reden, aber genau auf so einer Leistung wie gestern kann man, muss man aufbauen. Und ja, was gibt es Schönes gegen amtierenden Schweizermeister, ein 2-1 noch kurz zu drehen in ein 3-2. Auswärts und jetzt ganz heimisch ein bisschen gesagt, ja, im COA ein bisschen einen mitgeben. Obwohl eben, wir wissen ja eigentlich schon, IB tut das jetzt vielleicht nicht so weh. Ist eigentlich auch gleich, weil es geht ja um den FCL und im FCL tut es mehr als nur gut. Weil ich behaupte jetzt nochmal, die drei Punkte sind nicht von den meisten Leuten budgetiert gewesen. Oder Michi? Nein, also auch ich hätte die drei Punkte nicht budgetiert gehabt, ganz ehrlich. Man hätte es auch nicht können erwarten, oder? Ich meine, wir sind jetzt der erste Verein, wo IB kann bezwingen in dieser Saison, in der Super League. Und doch, das ist nach dem ersten Viertel der ganzen Saison, also die erste Niederlage für IB, das ist doch nicht schlecht. Aber irgendwann hätte sie müssen kommen, logisch. Schön ist es jetzt gegen Luzern passiert. Und ich denke, das ist so ein Spiel, wo man auch sagen kann, die drei Punkte, super, was willst du mehr? Freuen wir uns dran und jetzt geht es eigentlich in die Nazi-Pause. Es gibt eigentlich keinen besseren Abschluss jetzt vor dieser Nazi-Pause. Jetzt nimmt man das optimistische Gefühl nimmt man jetzt mit in die Pause und kann dann hoffentlich gleich weiterfahren und gleich weiterziehen nach der Nazi-Pause. Sehe ich auch so. Man kann wirklich mit einem Lächeln in die nächsten Wochen starten, aus fußballerischer Sicht. Michi, was aber gestern wirklich zu reden gegeben hat, das war ja eigentlich die Aufstellung vor dem Match. Da haben viele Leute sich verwundert die Augen gerieben. Einerseits der Dave Zibung im Goal, andererseits auch wieder ein Schwegler in der Startelf, aber auf der linken Verteidigerposition. Und was mir besonders gut gefallen hat, aber schlussendlich der Marvin Schulz im Mittelfeld. Ja, es war ziemlich defensiv eigentlich ausgerichtet gewesen, aber Oweiler. Kannst du jetzt wirklich sagen, das hat ja, glaube ich, alle überrascht. Und wie es der Dave Zibung zum Beispiel gesagt hat im Interview, er war auch überrascht gewesen, als er das Aufgebot bekommen hat, dass er spielt. Und vor allem, ich möchte jetzt mal kurz auf den Dave Zibung eingehen, Michi. Der war gestern einer der grossen Männer auf dem Platz. Aber was mich inspiriert hat gestern, auch neben dem Platz, vor allem das Interview, das er nachher am Schluss gegeben hat, sind vor allem zwei Sprüche, zwei Antworten dabei gewesen, wo ich muss sagen, ja, okay, top, oder? Der Mann hat das wirklich verstanden. Also zuerst zum Beispiel ganz klar gewesen, das Gegengoal, und entstanden ist vom Eckball, respektive von der Gornerlinie dort. Das hat nie dürfen so passieren. Das ist eigentlich nur dumm. Aber sie sind gestern dran geblieben. Und schlussendlich die wichtigste Aussage von Dave war, klar, wir haben jetzt IB gewonnen, aber der Sieg ist nichts wert, wenn du das nicht in die nächsten Spiele kannst reinlegen. Wenn du das nicht kannst mitnehmen kannst für die nächsten Spiele. Also in dem Sinne muss ich sagen, Michi, alles top, oder? Ja, absolut. Eben der Dave, ich muss sagen, der hat rhetorisch hat er in den letzten Jahren schon immer gut geredet. Reden kann er
tipptopp. Wir sind nicht immer Fan von ihm. Du nicht, ich nicht. Er hat jetzt sicher ein super Match gezeigt, muss man neidlos anerkennen. Darf das solo stehen. Wie sagt man so schön, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. ja, ob er konstant noch das Niveau möchte erreichen, das können wir jetzt hier nicht beurteilen. Gibt es abzuwarten, ob er weitere Einsätze bekommt oder ob er wieder ins zweite Glied zurückrückt. Man weiß es nicht. Fakt ist, er hat gestern gespielt, er hat gestern gut gespielt. Und ja, ich denke, das wird Balsam sein auf seine Seele. Und sehr viele FCL-Fans, die wir wissen, die Siebung-Fans sind, die sich sicher wieder gefreut haben daran. Ich werde noch schnell zurückkommen auf den Schulz-Raffi. Und zwar, gestern hat er endlich wieder im Mittelfeld gespielt. Und du hast ja das schon lange eigentlich gefordert. Und ich denke, das war auch genug eigentlich gesehen für dich. Und was dann eben auch noch war im Interview nach dem Spiel, wo er ja gefragt worden ist, ob das jetzt ein Bewerbungsspiel war für ihn, dass er ständig dort im Mittelfeld auflaufen durfte, hat er das ja bejaht. Er hat gesagt, ja, er würde das gerne machen. Also er sieht sich eigentlich auch im Mittelfeld. Gibt es abzuwarten? Wird spannend, spielt der Schulz weiter im Mittelfeld, was klar ist, die Leistung im Mittelfeld war um Welten besser gewesen, als er seine Verteidigung jeweils abgeliefert hat. Und ja, hoffen wir, dass es so auf dem guten Gleis weitergeht. Für den Schulz, für den FCL. Nein, ich finde, das ist genau das jetzt so mitteilt, was ich schon gemacht habe, wenn es du nicht gemacht hättest, weil der Schulz eben quasi letzte Woche ein bisschen von uns ziemlich kritisiert worden ist, hat er es jetzt auch uns bewiesen. Eben, wie du gesagt hast im Mittelfeld, dass das vielleicht viel mehr Sinn könnte, würde machen. Und an dieser Stelle möchte ich auch noch sagen, es gibt noch einen dritten Mann auf dem Feld, wo gespielt hat, der Schwegler. Auch ihn möchte ich ganz kurz erwähnen. Keine gelbe Karten abgeholt, hat die Leaderposition gehabt. Er hat eigentlich gestern das gezeigt, für das, was man ihn eigentlich hat wollen holen in der Zeit. Also auch hier, Chapeau an die Altherren, muss man fast so sagen. Aber noch einmal, auf dieser Leistung, auf diesem Niveau kann man aufbauen. Jetzt aber zu etwas ganz anderem. Und zwar, nächste Woche findet unser Pilotprojekt Tackling Talk statt. Wir sind schon sehr bibberig drauf, wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf die Gesichter mal eben, wie du schon letztes Mal gesagt hast, hinter dem Profil zu können lernen. Ja, Michi, wie siehst du das? Ja, ich kann eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Ausser, wenn ihr jetzt wirklich noch Lust habt, als Zuschauer dabei zu sein in dieser Sendung. Es hat noch Tickets. Auf unserer Facebook-Seite oder auf unserer Homepage könnt ihr die Tickets reservieren. Sie sind natürlich gratis, aber ihr braucht eins, um in den Saal reinzukommen, ins Medienzentrum in der Swissport Arena. Und vielleicht noch eins zum Sagen: Tackling Talk findet statt Samstag, 13. Oktober. Die Türöffnung ist 17.00 Uhr. Anfang die Sendung tut am 17.30 Uhr. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, jetzt als Zuschauer dabei zu sein, es hat noch wenige Tickets, könnt euch die reservieren. Und wir freuen uns auf euch. Und wir freuen uns auf die interessanten Gespräche in einer interessanten Talkrunde. Ja, danke Michi. Jetzt ist es so, wir haben ja jetzt uns überlegt, was können wir jetzt am Ende von dieser Sendung bringen? Und wir sind letztes Mal darauf gekommen, wir sind ja schon ziemlich froh, dass wir so ein Tackling über den FC Luzern machen dürfen, weil da gibt es immer viele Sachen zu berichten. Jetzt stellt euch mal vor, wir würden Tackling über den FC Thun machen. Grüßt euch miteinander. Ich begrüße euch gern der billigsten Fußball-Informationssendung von Schweiz. Zum Tackling. Michu, was haben wir heute für ein Thema? Danke dir, Raffi. Und wir gehen, haben wir wieder mal nicht allzu viele Themen. Es ist auch nicht allzu viel gelaufen. Von dem her danken wir euch recht herzlich für euer Zuschauen und wünschen euch einen ganz
eine tolle Woche. Ciao zusammen. Jawohl! Eben, ihr seht, es ist eigentlich ziemlich viel interessanter, wenn es um einen FCL geht. In dem Sinne wünschen wir und mich euch eine schöne Pause, Nazi-Pause. Und vielleicht schaut ihr nachher rein bei Tackling Talk. Danke vielmals, schöne 2 Wochen. Tschüss!